Im heutigen YouTube-Video spielen wir ein Hide and Seek. Ihr müsst euch verstecken und ich muss euch suchen. Wenn ich euch nicht finde, bekommt ihr 100 Gems in eure Tasche. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wir sind jetzt auf Lost Temple, die erste Map, und ich verstecke mich jetzt und gucke mal, dass ich euch nicht finde. Ich bin mal gespannt. Wir gehen mal hier ein bisschen weiter weg, damit ihr auch wirklich die Zeit habt. Wir geben euch ein bisschen Zeit, damit ihr euch wirklich gut verstecken könnt. Aber ich bin mal gespannt, wen ich denn hier alles so finde und wen nicht. Aber Leute, nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr wirklich alle diese Videos allen euren Freunden schickt. Ich sehe das immer. Ihr supportet mich richtig krass hier. Wir werden immer mehr. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Diese Ansage muss ich nochmal kurz bringen. Und jetzt gehen wir los und suchen euch und gucken mal, wen wir hier alles finden, würde ich sagen. Let's go! So, ich bin mal gespannt. Wir sehen hier auf jeden Fall niemanden. Aber wir haben auch natürlich alle Namen ausgestellt. Wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Wir gucken hier mal ein bisschen rum und so. Da scheint niemand zu sein. Dann gehen wir mal hier so rein, denn Dias kennt natürlich alle Tricks, die ihr hier habt, ne? Wir gucken mal richtig hier so rum. Sind denn hier irgendwelche Leute? Mhm, wir grätschen. Oh, da sind Leute, da sind welche. Ich hab's. Da sind auf jeden Fall welche, glaube ich, drin. Weil ich bin einmal kurz sticken geblieben. Die Frage ist jetzt, nehme ich dafür jetzt hier mehr Zeit? Oder gehen wir schon mal weiter? Oder ist das jetzt hier einfach so, dass ich hier gar keiner ist und ich erst denke nur, dass hier jemand ist? Dieses Versteck ist eigentlich richtig gut, aber man kann natürlich dann niemanden hier sehen jetzt hier. Oh mein Gott, oder ist hier doch keiner drin? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall weiter, sonst finden wir hier niemanden mehr. Das ist crazy. Wir müssen doch jetzt weiter. Falls sich jemand versteckt, dann hat er richtig gutes Ding-Skill gehabt und er ist einfach durchgekommen. Wir müssen hier wirklich aufpassen. Dias muss natürlich sich jetzt auch ein bisschen beeilen. Wenn er hier nochmal ein bisschen rumflaxt und sowas und dies und das ein bisschen am Chillen ist, dann kriegt er hier gar nichts mit und so. Wir gucken mal hier wirklich alle Ziele durch. Wir kennen natürlich alle Ziele hier, denn wir sind kleine Hide-and-Seek-Profispieler. So, wir gucken mal hier so ein bisschen rum oder vielleicht auch nicht. Ey, wir haben noch keine bekommen. Das heißt, 500 Gems gehen schon mal fast zu euch. Ey, wo sind die alle? Ich sehe die nicht. Oder haben sie sich alle an den gleichen Ort versteckt? Ey, checking gar nichts hier mehr. Hier ist niemand. Oder sehe ich da hinten noch jemanden? Nee, ich glaube, wir gehen weiter nach vorne. Wir gehen weiter nach vorne, weil sonst ist gleich die Zeit vorbei. Und dann haben wir niemanden gefunden. Das geht ja natürlich gar nicht, weil ich habe keinen Bock, euch Gems zu geben. Wir gucken mal hier eine Palme. Nee, da ist niemand. Dias muss jetzt halt dann noch niemanden hier wirklich gefunden. Das gibt's doch alles nicht mehr. Wo haben die sich nur alle versteckt? Wir sehen hier niemanden. Diese Schwitzeritis, Leute, die sind so gut. Wir sehen hier einfach niemanden. Hide and Seek hier auch Special Video, denn das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Hide and Seek. Wir gucken mal hier in dem. Oh nein, da waren so viele drin. Da waren alle drin und wir haben niemanden gefunden, weil wir zu langsam waren. Ihr kriegt einfach jetzt alle 100 Gems von mir. Ich glaube, das alles nie mehr was. Oh mein Gott. Und es ist soweit. Die nächste Runde ist Lava Wash, wo ihr euch wieder verstecken müsst. Ich bin mal gespannt. Ich warte hier wirklich nochmal ein bisschen am Anfang, damit die hier wirklich genug Zeit haben. Was ich natürlich auch nochmal alles sagen möchte, ist natürlich, alle Social Media Links sind auch in der Beschreibung verlinkt. Guckt da gerne mal rein. Instagram, WhatsApp-Gruppe, YouTube, alles ist da verlinkt, TikTok, dies, das, da könnt ihr immer reinschauen. Wenn ihr dacht, ey, ich möchte irgendwie noch mehr Content von Dias sehen, guckt da gerne mal rein, da findet ihr ganz, ganz viele andere Sachen und guckt auch natürlich gerne mal alle Videos an. Wir gehen jetzt los, aber ich glaube, bei Lava Wash brauchen die noch ein bisschen mehr, denn Lava Wash ist ein bisschen schwierig, um da gute Plätze zu finden. 5, 4, 3, 2, 1, versteckt oder nicht, wir kommen! Ich bin mal gespannt, wir müssen uns heute auch ein bisschen beeilen, weil das Ding ist ja, wenn wir natürlich jetzt hier zu lange warten, passiert das gleiche wie letztes Mal. Lava Wash auch 40 Jahre nicht mehr gespielt, gefühlt. Close rüber, jetzt müssen wir mal gucken, wo sind die alle? Wir machen mal hier ein bisschen Tricks mit. Okay, wir müssen jetzt hier wirklich aufpassen, ich habe ja schon Schwierigkeiten hier, Lava Wash zu Ende zu spielen und jetzt muss ich die auch noch suchen. Was, geh weg, Lava! Oh Gott sei Dank. So, Leute, die werden doch bestimmt ganz nach hinten gehen. Die denken sich so, ey, Dias schafft eh nicht bis hinten. Wir gehen einfach mal nach ganz hinten und gucken mal, dass der in dem Ziel nicht reinkommt. Oh mein Gott, es sind so viele gute Verstecke in Lava Wash gibt es. Oder einen habe ich gefunden. Der eine ist schon mal raus. Der kriegt keine Gems. Den nächsten habe ich auch gefunden, da in der Ecke. Seht ihr das? Den Rainbow habe ich da wirklich komplett gefunden. Und das ist doch alles nicht mehr möglich hier. Wen haben wir denn noch? Da hinten ist der nächste, den wir auch gefunden haben. Drei Leute haben wir schon mal gefunden. Das ist so, so gut. Nein, Dias ist raus. Aber wir haben echt schon viele. Oh, da hinten hüpft der Nächste. Da hinten hüpft der Nächste. Den haben wir auch gefunden. Den haben wir auch gefunden. Richtig und wichtig. Wir sind jetzt auf der Mr. Beast Map. Ich bin mal gespannt, wo die sich alle verstecken. Wie gesagt, wir haben schon richtig viele Hide and Seek Maps getestet oder auch gespielt in Hide and Seek. Und Mr. Beast kenne ich auch alle Verstecke. Ich bin mal gespannt, ob ich die hier finde oder nicht. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo und ein Like da, wenn euch diese ganzen Sachen hier gefallen. Und wir gehen direkt rein. Let's go, wir suchen die jetzt mal.
Die hier in den Ecken kann man sich immer gut verstecken. Ja, hier, wir gucken mal. Nee, da ist auf jeden Fall keiner. Die denken so, wie ich meinen Kopf mitbewege. Nee. Hier ist auf jeden Fall keiner. Gutes Versteck. Das hätte ich sofort gefunden, auf jeden Fall. Wir gucken mal weiter. Oder haben die mich ausgetrickst und die sind ganz am Anfang oder nicht. Aber wir gucken mal einfach rein. Und gucken mal, wo die sein könnten. Sehr wichtig, hier einmal rumgehen. Hier ist auch immer ein gutes Versteck, ne? Hier mal mit Volleyball rum. Oh, aber hier ist auch niemand. Was? Als ob, wo sind die? Haben die sich denn alle versteckt? Das gibt's doch nicht mehr. Diese Schwitzeritisse. Oh nein, wir müssen da unbedingt hoch. Wir müssen da unbedingt hoch. Volleyball, let's go. Hier ist immer auch ein gutes Versteck, wo man sich verstecken kann. Aber, nee, da ist einfach niemand. Was? Wie kann da denn niemand sein? Das gibt's doch nicht. Ich dachte ehrlich, die werden hier alle versteckt. Das Versteck ist nämlich eine 10 von 10. Wir müssen weitergehen. Die werden sich alle wahrscheinlich am Ende versteckt haben. Wir müssen los. Die Zeit, die geht vorbei. Oh nein. Wir müssen wirklich verstecken hier. Wo können die sein? Wir gucken mal hier oben ein bisschen auch überall nachgucken hier. Wir gucken mal hier in so einen Rundumblick. Okay, aber wir müssen weiter. Das wird alles hier zu knapp hier werden. Und spring die Ass. Wichtig, wir gucken hier nochmal rum. Ist hier vielleicht irgendwo ein Versteck, was ich noch gar nicht kenne? Da sind doch welche und da hinten ist auch einer mit der Cappy. Zwei Leute haben wir gefunden, da hinten ist noch einer. Crazy, das Versteck kannte ich noch gar nicht da hinten, aber ich habe ihn gefunden auf jeden Fall. So, wir gucken jetzt mal weiter und hier am Ende ist auch nochmal ein Versteck. Da muss man natürlich aufpassen bei dem Versteck, dass man nicht reinläuft. Oh, wir gucken mal kurz hier am Rand. Ist hier noch jemand? Ist hier noch jemand? Da ist ein Einhorn, das haben wir auch gefunden. Hallo, du Einhorn, schön, dass du da bist. Wir haben dich gefunden, was? Wie cool. Wir haben einfach das Einhorn und den Motor, den Autofahrer gefunden hier. Wir gucken mal nochmal einmal ganz schnell zurück, aber nein, ich glaube den Rest, der hat sich so gut versteckt. Den finden wir einfach nie im Leben. Das sind so gute Verstecke, die auch manchmal haben, ne? Das ist so crazy, wie gut die sind. Aber GG an die drei, die haben wir auf jeden Fall gefunden. Und wir würden sagen, wir gehen direkt auf die nächste Map mal rüber und gucken uns die mal an. Let's go! Als nächstes sind wir bei Kanonenklimp. Ich bin mal gespannt, wie gut die sich hier wirklich verstecken können. Diese Map hat auch wirklich ein paar richtig, richtig nice Verstecke. Aber auch wirklich, man kann die auch leicht finden, aber manche sind auch sehr, sehr schwierig. Und wir müssen uns bei dieser Map unbedingt mal beeilen, nach ganz hinten zu laufen, weil sonst wird die Zeit hier richtig knapp werden, weil diese Map kann richtig, richtig schwierig werden. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da am Start. Und das ist so, so wichtig, jetzt den Like-Button zu drücken. Falls ihr es gemacht habt, vielen, vielen Dank euch. 5, 4, 3, 2, 1, wir gehen los. Let's go, wir suchen die jetzt. Wo könnten die sein? Wo könnten sie sein? Wir gucken mal hier rum, hier links, rechts, dies, das, oben, unten. Ja, hier ist keiner. Wir gucken mal nach oben hier. Ist da oben vielleicht irgendwer? Wir gehen nochmal ein bisschen nach hinten, gucken, ob da oben irgendwer jemand chillt. Ne, da oben ist auf jeden Fall keiner. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Hier links ist auch keiner. Da ist auch keiner, glaube ich. Ne, hier unten auch nicht. Oh, das heißt, die sind gar nicht mal bei diesen Standardverstecken. Ich dachte jetzt, die wären da Dingens. Ich weiß halt nicht, ob man hier bei den Kanonen rein kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Kanonen sind wirklich nur zur Deko da. Und da kommt man, glaube ich, gar nicht hin. Wir müssen uns jetzt wirklich ein bisschen beeilen, denn die Zeit rast in unserem Nacken. Und wir müssen wirklich gucken, welche Verstecke könnten wir hier nehmen. Welche Verstecke sind gut? Welche sind nicht so gut? Wir gucken mal alles an hier. Nein, was? Die Kanone hat uns geholt. Ihr könnt hier mich nicht erzählen. Hier versteckt sich doch eigentlich immer jemand. Ich dachte zu 100% hier wäre jemand drin, weil das halt wirklich so Dingens ist. Nein, wir haben verloren und keiner hat gewonnen. Ich kann das nicht. No, please. Was war das denn? Einfach niemanden gefunden. Ich kann das nicht mehr. Was war das denn? Crazy. Jetzt auf der nächsten Mr. Beast Warehouse Map. Wir müssen uns. Wir haben wirklich nicht so viel Zeit. Also probiert wirklich gute Verstecke zu finden. Ansonsten wird das hier richtig, richtig schwierig. Denn wir müssen relativ schnell los. Denn das Ding, das oben, das zeigt an, wie viel Zeit wir noch haben. Und die Zeit ist wirklich nicht so viel. Wir müssen jetzt unbedingt los. Okay, wir können euch wirklich nicht viel Zeit geben. Aber vielen, vielen Dank nochmal an alle, die hier aktiv am Start sind. Kuss geht raus und wir gehen jetzt los. 5, 4, 3, 2, 1, let's go, wir gehen rein. Wir müssen schon leider, es tut mir leid. Wir tun jetzt mal so, als würden wir die da oben nicht sehen. Aber wir geben denen da hinten noch ein bisschen Zeit, aber wir müssen uns wirklich jetzt hier los. Ansonsten wird das hier richtig knapp mit der Zeit werden und wir können nicht bis ins Ziel kommen. Denn diese Map ist auch für uns noch relativ schwierig. Wir gucken natürlich hier die ersten Ziele. Die sind natürlich hier mal diese guten. Wir gucken das mal hier alles an. Ne, da ist niemand, okay. Wir müssen gucken, der Volleyball kommt. Schnell, 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 schnell. Wir gucken hier nochmal rein. Das sind ja auch die guten Verstecke.
Aber manchmal... Nee, okay, doch nicht. Ich dachte kurz, da hat sich auf jeden Fall jemand versteckt. Aber nein, hat er nicht. Wir gehen weiter durch. Wir gucken mal, wo ist hier noch vielleicht einer? Oh, versteckt sich hier vielleicht irgendwo einer? Hier in dem Ding so? Nein, wir sind runtergefallen. Was? Das gibt's doch alles nicht mehr. Schade, ich dachte zu 100%, da sind Leute drin, aber nein. Die wissen, dass ich die Tricks kenne. Wir gucken mal weiter. Was geht denn hier ab? Vielleicht hier? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Oh, da war jemand. Ich hab sie erwischt. Die erste Person, die wir erkannt haben, ist da. Okay, da hinten ist noch ein. Ja, Leute, ich kann euch leider nicht so viel Zeit geben. Das ist hier ein bisschen zu schwitzerig, sonst bin ich auch selber... Natürlich zu langsam, aber diese Ziele sind so schwierig und es ist schon vorbei. Jemand ist reingegangen. Ich kann das nicht dumm. Was ist das denn? Marcel, was soll das? Das gibt's doch nicht. Mann, ey. Wir sind jetzt auf Jungle Roll. Ich bin mal gespannt, wie die Leute hier sind. Ich verstecke mich, bleib natürlich erstmal wieder ein bisschen hinten und gucken uns das mal an. Er denkt sich, okay, ich suche mit. Ich weiß nicht, wer du bist, aber er denkt sich so, ey, Dias, wir können auch zusammen suchen. Ich so, okay, wir machen das jetzt so. Wir suchen zusammen oder was? Ey, ich denke mir so, hallo, ist er denn auch jetzt Sucher oder was? Aber nein, okay, wir haben nochmal 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, wir gehen rein, guck mal. Okay, der Vogel ist auf jeden Fall noch da, aber der juckt mich nicht. Der hat ein bisschen, der hat irgendwie verloren. Aber wir gucken mal, ob wir wen hier nochmal finden. Und wo sind die? Wo könnten die sich verstecken? Ey, das gibt's doch alles nicht mehr. Wo sind die denn? Ey, die haben sich ja noch alle nicht versteckt. Ich habe denen viel zu wenig Zeit gegeben. Ja, das machst du wieder auch noch. Wir gucken nochmal hier weg. Wir gucken nochmal hier ein bisschen weg. Wir geben denen nochmal so ein paar Minütchen. Aber ey, ganz ehrlich, wie kann das denn passieren hier? Das gibt's doch nicht. Wir gucken jetzt mal hier an. Wir gucken das mal. Wir warten noch ein bisschen. So 5, 4, 3, 2, 1 und let's go. Wir gucken jetzt mal noch. Ich hoffe, ihr habt euch alle versteckt. Ey, die haben sich ja immer noch nicht versteckt. Was ist denn da los? Was ist denn hier? Nur so, jetzt gucken wir mal bei meiner Lieblingspalme hier auf der Map. Auf meiner Lieblingspalme. Hallo? Hier, meine Lieblingspalme. Niemand da. Warum habt ihr so Schwitzer versteckt? Okay, den haben wir auf jeden Fall erkannt. Da hinten ist auch hier auf jeden Fall jemand. Die laufen noch hier einfach rum. Wir gucken uns das hier mal alles an. Wir gehen mit dem Volleyball nochmal hier ein bisschen am Rand lang. Guck mal hier um den Ziel rum. Da hinten bei dem Stein haben wir auch jemanden gefunden. Hier ist auch jemand. Wir haben alle gefunden, glaube ich. Oder? Ich weiß gar nicht, ob das Chicken haben wir nicht gefunden, aber das ist eh disqualifiziert. Das heißt, wir haben wirklich jeden in dieser Runde einfach komplett gefunden. Das gibt's doch alles nicht mehr. Hallo, was geht? Dich haben wir auch gefunden. Wir haben alle einfach gefunden. Das ist so crazy gut, Leute. Wir sind einfach die Besten in ganz Dumbleguys, Kappa. Let's go. Wirklich alle gefunden hier in dieser Lobby. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht hier, dass wir wirklich alle rausgefunden haben. In der ganzen Map haben wir die gefunden. Das ist so crazy. Das ist so, so nice. Let's go. Das war das krasse Hide-and-Seek. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Hier findet ihr auf jeden Fall weitere Videos, die ihr nicht verpassen solltet. Und wir sehen uns morgen mit einem neuen YouTube-Video wieder. Bis dann, Leute. Tschüss.